Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Depot-Haul für dich, der doch irgendwie so ein paar Wochen zu spät kommt. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Meine Mama hatte am 10. Januar Geburtstag und als ich was für sie zum Geburtstag gesucht habe, die hatte auf einem Freitag Geburtstag, habe ich an einem Montag eine Bestellung bei Depot aufgegeben. Das war dann der 6. Januar? Es war der 6. Januar. So, auf jeden Fall habe ich dann bei Depot online bestellt und heute haben wir den 20. Es ist also 2 Wochen, nachdem ich bestellt habe, eingetroffen. Obwohl das Ganze nur, ich glaube, 1 bis 2 Werktage Lieferzeit haben sollte oder so. Oder habe ich an dem Freitag vorher bestellt? Keine Ahnung. Es sollte auf jeden Fall bis zu dem Mittwoch vor Mamas Geburtstag eintreffen. Ist es nicht. Es ist auch bis zu Mamas Geburtstag nicht eingetroffen. Und dann habe ich irgendwann eine E-Mail an Depot geschrieben. Hey Leute, wie sieht's aus? Beziehungsweise, da ich über Amazon Pay da bestellt habe, an Amazon. Und Amazon hat dann Depot kontaktiert. Und dann haben sie mir die Sachen zugeschickt. Aber irgendwie nicht alles. Und ich habe dann später in der E-Mail auch gelesen, dass die einen Teil storniert haben. Aber ich hatte derweil schon für meine Ma etwas anderes zum Geburtstag bestellt. Ne? Ist klar, weil ich möchte ja nicht ohne Geschenk dastehen. Das war ein bisschen ärgerlich, aber naja, ich bin ja ein kreativer Kopf. Da habe ich ihr dann eine schöne Geschichte zusammengestellt, weil ich hatte ja die Idee auch schon vorher gehabt, als ich bei Depot zum Beispiel online gestöbert hatte. Ja, aber nun habe ich hier die ganzen Geschenke hier, beziehungsweise einen Teil der Geschenke. Es ist ja nicht alles geliefert worden. Und dann halt auch noch etwas, was ich hier so zum Beispiel für die Deko bestellt habe. Oder. Du wirst es sehen, es ist alles etwas weihnachtlich angehaucht, weil es ja auch der Sale von Weihnachtsprodukten bei Depot war. Aber ich laber schon wieder. Ich zeige euch einfach mal, was ich bestellt habe. Ich kann dir auch einblenden, was ich dafür tatsächlich bezahlt habe. Die Preise von den Produkten stehen hier drauf, aber das habe ich ja nicht bezahlt. Als allererstes ist mir etwas im Weg und zwar ist das diese riesengroße Schale, die ich mir mittlerweile jetzt sehr gut hier hinten im Hintergrund vorstellen könnte. Genau, also eigentlich ist es eine Schale gewesen, da wollte ich dann die Sachen entsprechend reindrapieren. Sollte ursprünglich 24,99 kosten, hat aber natürlich jetzt im Sale etwas weniger gekostet. Das ist eine recht leichte Schale, ich glaube, das ist aus Styropor oder so und dann halt beschichtet. Ich wollte da so ein paar Sachen schön reindrapieren, die halt zu meiner Ma passen und das alles hübsch machen. Wäre auch eine geile Nummer gewesen, wenn es denn angekommen wäre. Aber so werde ich das jetzt wahrscheinlich einfach im Hintergrund machen, weil ich glaube, das ist auch eine schöne lichtreflektierende Geschichte, ne? Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, mal gucken, ne? Das wird dann im Hintergrund einfach inkludiert werden. Um diese Schale zu befüllen, habe ich dann hier auch so ein Potpourri, heißt es, glaube ich, bestellt. Da hast du Orangen drin, Zimt ist hier drin. Dann waren hier so Holzsterne noch mit dabei. Das fand ich eigentlich ganz passend, weil 10. Januar ist dann ja immer noch recht nah an Weihnachten dran. Apfelschalen und so weiter. Aber sowas wird ja auch nicht schlecht. Ich denke, dass ich das dann einfach demnächst auch oder nächstes Jahr neu verwenden kann. Vielleicht auch für Deko, die ich hier jetzt noch machen werde. Wobei Sterne, ich habe hier zwar noch einen Stern hinter mir stehen, aber der wird jetzt auch bald abmontiert. Man sieht ja auch schon, dass ich diese Golddeko auch weggenommen habe. Aber auch der weiße Stern wird bald weichen dürfen. Sobald es so Richtung Februar geht, bin ich dann hier auch wieder auf nicht mehr Weihnachten eingestellt. Ja, das hat ein UVP von 1,99 € gehabt, aber ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich da auch 1,99 € für bezahlt habe oder ob das im Sale war. Aber 1,99 € dafür fand ich jetzt auch nicht schlimm. Als nächstes habe ich 2 Lichterketten bestellt, witzigerweise sogar mit Batterien. Das ist total gut, weil mein Freund fragte mich eben, ob ich noch Doppel-A-Batterien habe. Jetzt habe ich welche. Die hätte ich eigentlich nehmen wollen, um quasi in der Schale zu dekorieren. Also die haben ein UVP von jeweils 5,99 €, aber die waren halt auch reduziert. Das hier sind so kleine Sternchen, die wollte ich da ganz gerne reinmachen. Ne? Das finde ich ganz süß, das kann man auch nach wie vor noch machen. Sowas ist ja nicht weg und das ist ja auch nicht, ne, ist ja nichts Verkehrtes. Fand ich einfach ganz hübsch, das ist so ähnlich vom Design her wie diese Lichterkette, die ich hier hinter mir im Hintergrund habe, die ist sehr, sehr dezent, aber sie ist halt da. Und hier hast du halt so Sternchen drin. Und das hier sind Schneeflocken. Fand ich auch ganz süß, ne? Also, ich weiß nicht, im Depot-Sale kann man immer ganz gut zuschlagen, weil da halt die Sachen extrem reduziert sind. Ja, auch das wird nicht schlecht und das werde ich nächstes Jahr aufstellen. Das ist einfach Xmas, ne? Es ist kein Weihnachten mehr, Claudi. Hat ursprünglich 6,99 € gekostet und habe ich dann halt entsprechend reduziert geschossen. Und ich finde es immer ganz witzig, dass solche Produkte dann trotzdem halt
reduziert werden. Ich meine, gut, die haben wahrscheinlich einfach Lagerkapazitäten technisch nicht die Möglichkeit, das aufzubewahren und dann nächstes Jahr wieder hinzustellen. Ne, dann sind die Lagerkosten wahrscheinlich höher, als das jetzt zu reduzieren und dann rauszuhauen, weil so kann ich mir das quasi in den Schrank stellen für nächstes Jahr. Finde ich eigentlich ganz cool. Und ja, so einen Schriftzug kannst du immer mal haben. Und wenn ich ihn mir auf Arbeit stelle, stelle ich ihn mir auf Arbeit. Auch das kann ich machen. Ein Paket. Ich glaube, das ist ein Tannenbaum drin. Den haben sie noch geliefert. Ich hatte den übrigens auch in anderen Größen, um das Ganze noch so ein bisschen einheitlich zu haben. Jetzt habe ich hier nur eine Größe, aber das Leben ist hart und ungerecht. Das ist hier oben auch noch abgeknickt, aber das kannst du ja wieder gerade machen. Den muss man ein bisschen hübsch machen, ne? Das ist halt so ein Tannenbaum. Der ist so ein bisschen mit Schnee drauf. Fand ich ganz süß, auch hier für den Hintergrund. 14,99 sollte der ursprünglich kosten. Ich glaube, da habe ich 6,99 oder so für bezahlt. Und auch der passt einfach gut in den Hintergrund, ne? Oder hier so hin. Da muss ich mal gucken. Muss ich nur aufpassen, dass ich den jetzt nicht abfackel mit den brennenden Kerzen. Verarbeitung ist so lala, wie ich das jetzt hier gerade so sehe. Da hast du echt dicke Kleberückstände, ne? Da ist Kleber. Naja, aber sowas musst du dann erst noch so ein bisschen auseinanderfächern, bis du halt das alles ein bisschen hübscher hast. Und ja, dann ist es halt auch eine hübsche Deko, ne? Einen Adventskalender habe ich bestellt. Den hatte ich eigentlich aus Spaß für meine Mom bestellt. Aber da sie jetzt ja, also der sollte ursprünglich 12,99 kosten und ich glaube, ich habe den für 3 oder 4 oder 5 Euro gekauft, fand ich dann in Ordnung. Da ist wohl Schokolade mit drin und irgendwie eine Lichterkette. Ne? Der hält sich aber leider nur bis März und deswegen hätte ich den gerne verschenkt. Vielleicht verschenke ich den an eine Freundin von mir. Die hat nämlich jetzt auch bald Geburtstag und hatte jetzt eingeladen. Dann ist es eigentlich eine ganz urikige Geschichte. Naja, das war auf jeden Fall der Plan, aber nun ist vorbei. Ich weiß nicht, oder soll ich den hier auf dem Kanal auspacken? Dann kannst du mal gerne hier oben im i abstimmen. Dann würde ich den hier halt noch auspacken. Dann habe ich hier ein Produkt, was ich auch meiner Ma eigentlich schenken wollte, was ich jetzt aber anderweitig weitergeben werde. Cuddle Me. Das ist einfach ein total niedlicher Waschbär, der eine Wärmflasche ist und der ist gefüllt mit so einem Material, was du einfach in der Mikrowelle erwärmst und dann hast du halt ein Wärmekissen quasi. 9,99 sollte der ursprünglich kosten, habe ich aber glaube ich auch günstiger geschossen, soweit ich mich erinnern kann. Ich gehe ja ganz stark von aus. Und ne, fand ich eigentlich ganz süß. Ja, was ich eigentlich auch ganz süß und passend fand, war, meine Mama macht Yoga, so ein Finger-Yoga-Set. Das war eigentlich nur so ein kleiner Spaß, aber naja. 4,99 kostet das ursprünglich, auch das war irgendwie reduziert und dann hast du halt diese vier Teile, fand ich irgendwie ganz witzig, ne? Das war halt ein Ulk und das ist tatsächlich auch nur für meine Mama, was kriegt sie dann vielleicht zu Weihnachten oder zu Ostern. Also Mama, wenn du das gesehen hast, du hast nichts gehört hier. Spoiler dich nicht selbst. Okay, hurra, du hast Geburtstag. Das ist einfach so ein Kärtchen für 1,59, was ich mitgenommen habe, bestellt habe, wie auch immer. Fand ich süß. Geburtstag ist noch lange kein Grund zum Älterwerden. Ne? 3,59 UVP wäre das gewesen. Auch die habe ich mitbestellt. Ja, halt Geburtstag. Dann ein Notizbuch für meine Mama. 4,99 steht hier hinten drauf. Ja. Das wäre für sie optimal gewesen. Meine Mama wünscht sich eigentlich jedes Jahr von mir ein Notizbuch. Das wollte ich ihr eigentlich auch schenken. Gibt es dann vielleicht... Ach, guck mal, liniert, ja. Gibt es dann vielleicht einfach zu Ostern. Und dann etwas, was ich aber eigentlich eher so für mich als Spaß bestellt habe, wie auch immer man das nennen mag, ist hier Glückskeks-Backstation. Ja. Die fand ich eigentlich ganz witzig. Ich meine, guck dir das mal an. Das ist, hätte normalerweise 12,99 gekostet, aber es war reduziert. Ne? Hm. Da musste das halt mit. Und dann hast du hier wirklich so Kochplatten, wo du quasi den Keksteig drauf machst und dann hier so Former, wo du das drin formst. Also das will ich auch selber verwenden, weil ich stelle mir das unheimlich witzig vor für so einen Mädelsabend oder so, dass du dann vorher so Glückskekse backst. Ich meine, warum nicht? Ne? Und dann werden die hoffentlich auch irgendwie eigenhändig gefaltet? Weiß ich nicht. Silikonmatte, Backstation, beschreibbare Glückszettel. Ach Quatsch, da sind auch noch Glückszettel. Ich mache das mal eben auf, weil das ist ja für mich gewesen. Das behalte ich ja auch hier. Was ich natürlich super spannend finde, ist ja auch ein Rezept mit bei. Das wäre ja mal ein Träumchen. Okay, also hier hast du diese Silikonmatte. Hä? Okay, da musst du die wahrscheinlich drauf formen oder so. Das sieht aus wie so ein Ceranfeld, ne? Riecht jetzt auch nicht schlimm oder so. Dann haben wir hier so ein Vieh. Mein Freund, das sieht, der wird mich für bekloppt erklären. Okay.
Das ist quasi das. Okay, da muss ich aber gucken, wie man das macht. Also das sind hier einfach nur Löcher. Ich dachte, ich mache das irgendwo drauf und dann drücke ich auf den Knopf oder klappt das irgendwie und dann klappt das von alleine zusammen. Leider nein. Schade. Okay, man kann also immer nur 4 Glückskekse gleichzeitig machen. Das ist natürlich... Okay. Ja, hier hast du die Zutaten dafür. Dann, wie man das machen soll. Tipps. Und wie man die dann entsprechend falten soll. Da hast du hier so eine Anleitung mit dabei. Okay, ja. Werde ich auf jeden Fall testen. Und das wird auch verwendet. Süß sind hier diese Zettelchen. Das sind auch nur so ein paar. Aber an Zettel kommt man doch, glaube ich, mal irgendwie dran, ne? Ja, doch. Aber das finde ich ganz witzig. Ich habe es kaputt gemacht. Ich dachte, das wäre jetzt easy peasy, dass ich das einfach rausziehe. Es war eine blöde Idee, Claudi. Es war eine ganz blöde Idee. Es ist irgendwo durch den Raum geflogen. Egal. Ich wollte es nämlich eigentlich elegant wieder zurück in seine Verpackung packen. Das mit dem elegant ist nichts geworden. Nun denn. Wieder eingepackt. Auch wenn ich es schon wieder zerstört habe. Yay. Okay, und das Letzte, was ich mitbestellt habe, war eigentlich für unseren Azubi, der mittlerweile nicht mal mehr bei mir ist. Oh, schade. Das war eigentlich ein Gag, weil, ja, es war ein Gag. Er hatte mir an demselben Tag, wo ich das bestellt habe, hier bei Depot, irgendwie, keine Ahnung, er hat mich gefragt, Mensch, Claudi, hast du irgendwie, ich glaube, eine Nagelfeile oder eine Nagelschere oder irgendwie was dabei? Und als ich dann zu Hause war und die Sachen hier bestellt habe, fiel mir das ja halt in die Hände. Das ist halt ein Set bestehend aus einer Nagelschere, Nagelknipser, Nagelbürste, Nagelfeile und 10 Trenner. Und es ist einfach rosa. Ach, ich finde das eigentlich mega witzig. So aus Spaß hätte ich ihm das schenken wollen, ne? Wäre halt cool gewesen, wenn das irgendwie jetzt letzte Woche angekommen wäre. Ist es aber nicht. Schade. Keine Ahnung, ne? Ich fand das ganz witzig. Ja, und das hat UVP 4,99 gekostet und war halt auch entsprechend reduziert und dann habe ich es einfach mitgenommen. Ja, bevor ich hier doch irgendwie was anderes zerstöre, ich bin fertig. Oh Mann, ich ärgere mich gerade voll, dass ich hier schon dieses Ding abgebrochen habe. Ich bin halt einfach zu stark für diese Welt. Ich muss es einfach wahrhaben. Ich bin einfach zu stark. Ne? Okay, Selbstüberschätzung, hallo. Okay, ja, das war jetzt tatsächlich der Haul und das, was ich bei Depot gekauft habe. Es war ein ziemlicher Reinfall, um das mal so zu sagen. Ich hätte gerne irgendwie doch die Sachen etwas früher gehabt, um sie dann auch an die entsprechenden Leute weiterzugeben. Aber es ist ja schon bald Ostern. Dann kriegt meine Mama halt zu Ostern irgendwie so ein paar Sachen, die ich jetzt irgendwie schön drapiere. Wäre jetzt aber zum Geburtstag passender gewesen, weil im Januar und dann hast du so ein Vieh, das ist irgendwie cooler. Egal. Naja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Schreib mir auch gerne mal deine Erfahrungen zu Depot unten in die Kommentare rein. Hast du auch schon mal bei dem Online-Shop bestellt? Und wie ist da bei dir die Lieferzeit? Bei mir war es bislang immer relativ lang irgendwie. Ich hatte einmal diesen Haul hier bestellt und dann hatte ich ja auch schon mal dieses... ein Deko-Set bestellt, was ich ja auch mit euch zusammen ausgepackt habe. Das hat auch so eine ewigkeitenlange Lieferzeit gehabt. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!